Mein Name ist Veronika Gerritsen und in diesem Video verrate ich dir 3 Tipps, wie du Alkohol trinken kannst und nicht zunimmst. Vorweg möchte ich natürlich erstmal sagen, dass ich hier keinen animieren möchte, überhaupt Alkohol zu trinken. Wenn wir total im Übermaß jeden Tag Alkohol trinken, natürlich nehmen wir dann zu. Das ist vollkommen klar. Hier geht es darum, dass ich dir Tipps gebe, wie du Alkohol trinken kannst, ab und zu wirklich mal ein Gläschen und nicht natürlich im totalen Gelage enden möchtest, sondern nur ab und zu. Und hier kommen auch die Tipps. Kommen wir zum allerersten Tipp. Iss am besten kein Essen, was Fett und Kohlenhydrate zugleich enthält. Warum ist das so? Wenn du Alkohol konsumierst, in der Zeit, in dem der Alkohol in deinem Körper wirkt, kann er die Fettsäuren nicht als Energie heranziehen. Ja, Alkohol verhindert das und solange dieser Alkohol bei dir im Körper wirkt, das sind so ungefähr 8 Stunden, kann kein Fett abgebaut werden, aber auch das Fett, was du zu dir nimmst, ja, das kann der Körper nicht als Energie heranziehen. Vermeide deshalb Burger, Fritten, Pizza in Kombination mit deinem alkoholischen Getränk unbedingt. Sonst hast du das Problem, dass alles direkt in deinen Fettzellen landet und natürlich schön als Fett eingelagert wird. Und dann sind wir auch schon beim 2. Tipp. Trinke in keinem Fall Cocktails. Warum ist das so? Oder warum solltest du sie nicht trinken? In Cocktails sind einfach Unmengen Zucker drin. Wenn du meinen Kanal verfolgst oder meine Videos kennst, dann weißt du oder kennst das Hormon Insulin vielleicht schon. Das Hormon Insulin, ja, es wird auch Speicherhormon genannt, wird ausgeschüttet, sobald du Zucker zu dir nimmst oder Kohlenhydrate. Und das bewirkt auch der Zucker in den Cocktails. Und sobald das draußen ist, ja, bist du im Speichermodus und das ganze schöne Fett und die ganzen Kalorien werden direkt auf deinen Hüften landen, in der Innenseite der Oberschenkel, auf dem Bauch, überall, wo du es nicht haben möchtest, weil die Kalorien direkt dahin geleitet werden, weil Speichermodus, Insulin ist draußen und das ist ja eigentlich schon ein Totschuss für dich. Greife stattdessen lieber zu einem trockenen Rotwein oder trinke einen Schnaps. Erstens kann man die gar nicht so runterschütten wie die Cocktails, weil die Cocktails, die trinkt man einfach ohne Ende und total schnell, weil die so süß sind und gar nicht merkst, wie viel Alkohol überhaupt drin ist. Rotwein und Schnaps kannst du einfach nicht schnell trinken, Schnaps sowieso nicht, Rotwein schon eher, aber das verhindert es auf jeden Fall auch, dass du alles Mögliche in dich reinschüttest und auch in einem begrenzten Maße hältst. Und das ist ja nicht nur für die Figur gut, auch so, damit du nicht so einen großen Kopf nachher hast. Und da sind wir auch schon beim 3. und beim allerletzten Tipp, den ich für dich habe. Trinke nach jedem alkoholischen Getränk ein stilles Wasser. Das verhindert sehr viel. Einmal, dass du am nächsten Tag Kopfschmerzen hast und einen Kater hast und zweitens, dass du sehr, sehr viel Alkohol trinkst, weil du irgendwann auch einen vollen Bauch hast und einfach nicht mehr mega viel trinken kannst. Also es dämmt zweierlei etwas ein und hält den Wasserhaushalt im Körper in einem gesunden Maße, wenn man das so sagen kann, wenn man Alkohol trinkt. Aber ja, es verhindert sehr, sehr viel Schlimmes am nächsten Tag. Und falls du doch mal an einem Abend total über die Stränge schlagen möchtest und du weißt es vorher schon, dann habe ich hier einen Bonustipp für dich, wie du das Ganze eindämmen kannst. Iss an dem Tag einmal sehr, sehr wenig Fett und iss dich richtig satt an Eiweiß und Gemüse. Und wenn dieser Abend ab und zu mal vorkommt und nicht zu häufig, dann wirst du auch beim Abnehmen kein Problem haben und auch nicht dein Ziel aus den Augen verlieren, nur weil du mal was getrunken hast. Ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Ganz viel Spaß bei deinem nächsten Abend mit deinen Freunden. Denke an meine Tipps, gib mir einen Daumen hoch, wenn du das Video hilfreich findest und schreib mir unter diesem Video ein bisschen Feedback, ob du es gut findest, was du hier gehört hast oder ob du noch ein paar weitere Tipps hast, die du anbringen kannst. Höre ich gerne von dir. Ansonsten auch weitere Videowünsche, die nehme ich hier natürlich auch sehr, sehr gerne unter diesem Video an, damit ich weiß, was dich interessiert. Ansonsten, wenn du Fett abbauen und abnehmen möchtest, dann schau dir mal die kostenlose Kurse von mir an. Auch hier gibt es Links unter diesem Video in der Infobox. Dann landest du bei mir auf der Webseite und bekommst weitere Infos. Ja, ansonsten, ich wünsche dir einen super Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!